Heidelberg in drei Wörtern ist für mich auf jeden Fall vielfältig, persönlich und innovativ. Modern, vielseitig, groß. Ich würde Heidelberg als traditionelles Unternehmen bezeichnen, das gerade dabei ist, sich zu modernisieren. Und eben eine innovative Forschung und Entwicklung vorweisen können, die auch Branchen bedient, die außerhalb der eigentlichen Druckindustrie sind, wie zum Beispiel die Elektroindustrie mit unserer Heidelberg Wallbox. Der Start ins Studium wurde sehr angenehm gestaltet. Wir hatten auch noch in Präsenz eine Einführungswoche, wo man dann auch die diversen Azubis und Studis kennenlernen konnten. Wir haben viel über das Projektmanagement kennengelernt und in dem Zuge haben wir auch das Leitbild der Heidelberger Ausbildung kennengelernt. Mein Einstieg in die Ausbildung war ziemlich gut. Also man wurde sofort gut empfangen von den Ausbildern, haben aber auch in Gruppen unter anderem eine Projektarbeit gemacht. Also meine Projektgruppe hat aktiv mitgeholfen, in der Wieslocher Tafel einen Tag zu organisieren, an dem wir Kuchen und Kaffee ausgeschenkt haben. Das ist eine gute Frage. Was macht mir am meisten Spaß? Wirklich das Produkt dann später in den Händen halten zu können, also wirklich gesehen zu haben, auch anzufassen zu können, was du gemacht hast. Irgendwie bei Demos oder Schulungen dabei zu sein und da einfach noch ein bisschen mehr mitzubekommen. Diese Abwechslung, dass man verschiedene Projekte auch vor sich hat, dass man auch mit unterschiedlichen Mitarbeitern mal zusammenarbeitet. Also ich weiß, es gibt die Ausbildung zum Informatiker, Elektroniker, technischer Produktdesigner, Industriemechaniker, Servicemechatroniker, Medientechnologe Druck, Tagmitteltechnologe kann man hier lernen, Mediengestalter. Dann gibt es natürlich Industriekaufleute, Fachlagerist, Fachkraft für Lagerlogistik. Heidelberg bietet auch eine Ausbildung zum Koch an. Und Studiengänge sind zum einen das Wirtschaftsingenieurwesen oder auch Maschinenbau. Wirtschaftsinformatik. BWL Industrie, International Business, digitale Medien. BWL, Spedition, Transport und Logistik. Ja, Heidelberg bereitet mich dahingehend vor, dass ich eben in ganz viele verschiedene Abteilungen gucken kann und dann eben geschaut wird, was zu mir passt und was vielleicht auch für die Zukunft passen würde. Netzwerk aufbauen, Abteilungen ausschließen, in denen man später nicht sein möchte, ganz viele Sachen. Da man im Studium und in der Projektbearbeitung viele verschiedene Unternehmensbereiche durchläuft, hat man einen recht guten Einblick darüber, wie zukünftig das Berufsleben aussehen könnte. Ja, wir haben in Ausbildung und Studium die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen und die Prozesse dort vor Ort kennenzulernen, aber auch das alltägliche Leben. Wir lernen relativ viel, was dahinter steckt, also wie das funktioniert, warum das so funktioniert. Ja, es gibt Angebote bei der HDM. Es gibt ja diesen Englischkurs, den man belegen kann. Ja, am Ende des Englischkurses haben wir auch die Möglichkeit, an der Reise nach New York teilzunehmen, um zum einen die Sehenswürdigkeiten dort zu sehen, zum anderen auch ein bisschen amerikanische Geschichte mitzuerleben. Das ist auf jeden Fall ein gelungener Abschluss für den gesamten Kurs, der auch mit einem Zertifikat belohnt wird. Dann auch Präventionsschulungen, Gesundheitsseminare, Fitnessangebote. Also es gibt zum Beispiel vor allem die Kantine, in der ich auch jeden Tag essen gehe. Der Sternberg-Preis ist eine interne Auszeichnung für Auszubildende und Studierende, die besonders herausragende Leistungen würdigt. Ich habe mich riesig gefreut und habe es auf jeden Fall auch Heidelberg zu verdanken, dass ich daran teilnehmen durfte, weil die persönliche Entwicklung so stark hier gefördert wird. Ich würde sagen, ich habe mich sehr weiterentwickelt in den 4 Semestern, weil man eben so viele unterschiedliche Dinge sieht. Ich wurde auf vielen Aspekten einfach sehr viel selbstständiger. Also gerade fachlich natürlich, aber auch menschlich, die Kommunikation mit anderen. Der größte Tipp, den ich mitgeben würde, den ich auch mir selbst gerne gegeben hätte, ist, dass man gar nicht nervös sein muss. Man sollte auf jeden Fall immer offen für Neues sein. Und dass man das Studienbuch bzw. die Ausbildungsnachweise gut führt. Daran kann man gut erkennen, welchen Fortschritt man gemacht hat. Tipps wären auf jeden Fall beim Bewerbungsgespräch locker bleiben, man selbst sein. Und dann läuft der Hase schon. Deine Karriere bei Heidelberg.